Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und gleichzeitig auch herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Serie, die ich genannt habe, das erste Mal. Nein, nicht dieses erste Mal, sondern zum Beispiel das erste Mal Auto kaufen oder das erste Mal eine eigene Wohnung oder auch das erste Mal einen Job finden. Also lauter erste Male, die man irgendwann in seinem Leben vor sich hat und bei denen es vielleicht ganz gut ist, wenn man so ein paar Infos vorab hat. Ich hatte viele Infos nicht und bin deswegen ein bisschen auf die Schnauze gefallen bei manchen Dingen und damit euch das nicht so geht, möchte ich euch ein kleines bisschen helfen. Dieses Mal geht es also darum, wie man einen Job findet. Und vielleicht seid ihr ja durch das Video von Dr. Allwissend hierher gekommen. Dann schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen erstmal. Das hier ist quasi die Fortsetzung vom Video von Dr. Allwissend. Und falls ihr das Video von ihm noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall mal hier. Dort kommt ihr nämlich direkt zu seinem Video und könnt euch den ersten Teil angucken. Bei mir geht es jetzt darum, wie man weitermacht, wenn man schon weiß, in welche Richtung man denn berufsmäßig gehen will. Einen Job finden. Viel Spaß. Erstens findet ein Unternehmen. Das klingt einfach, ist es aber gar nicht. Nehmen wir mal an, ihr habt das Video von Dr. Allwissend gesehen und seid jetzt top motiviert. Ihr habt nachgedacht und ihr wisst ganz genau, ich möchte Bankkaufmann werden oder Bankkauffrau. Gut, es könnte sein, dass ihr ab und zu mal überfallen werdet, aber ansonsten ist das ein ziemlich sicherer Job. Die Frage ist nur, wo könnte man diesen Job eigentlich ausüben? Banken gibt es ja viele, klar, aber welche davon ist die richtige? Grundsätzlich gilt, bezieht bei der Suche schon eure Zukunftsplanungen mit ein. Wenn ihr die nächsten 20 Jahre dort wohnen bleiben wollt, wo ihr jetzt seid, dann geht nicht unbedingt zu einem Unternehmen, das seine Angestellten gerne ins Ausland schickt. Wenn ihr es lieber familiär und entspannt haben wollt, dann lasst die Finger von riesigen Betrieben mit 3000 Mitarbeitern und mehr. Außerdem sollte der Arbeitsplatz Perspektiven bieten. Also wenn eine Firma seit 2 Jahren Arbeitsplätze abbaut, dann ist es zum Beispiel ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr nach einer Ausbildung dort übernommen werdet. Und Karriere macht ihr bestimmt auch nicht. So gut wie jede Ausbildungsstelle hat mittlerweile eine Homepage, über die man sich informieren kann. Aber Achtung, dort bekommt ihr natürlich nur die positiven Seiten dargestellt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann googelt am besten mal nach dem Betrieb und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der dort arbeitet und euch Infos geben kann. Kurz gesagt, macht euch also vorher schlau. Wenn ihr später einen Job angeboten bekommt und merkt, ihr müsst immer Anzüge tragen, obwohl ihr doch eigentlich lieber als Punk rumlauft, dann ist es schon zu spät. Habt ihr? Gut, weiter. Tipp 2 ist, bewerbt euch richtig. Im besten Fall habt ihr nach einigen Recherchen eine schöne Liste mit mindestens 3 Unternehmen, die für euch in Frage kommen. Sich nur in einem Betrieb zu bewerben, das geht zwar, aber wenn ihr dann eine Absage bekommt, steht ihr dumm da. Daher, Asse im Ärmel haben, dann läuft's. Und jetzt geht's ans Bewerbungsschreiben. Hey Chef, ich bin 18 Jahre alt, spiel gern Fußball und hör Hip-Hop. Kollege finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Weil ich aber Kohle brauche, um mir seine Alben zu holen, muss ich irgendwas arbeiten. Daher wollte ich mal fragen, haben Sie vielleicht gerade was frei? Hauen Sie rein, Torben. PS, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kann man so machen, aber nur, wenn man sowieso keinen Job will. Bewerbungsschreiben sind eine Sache für sich. Es gibt tausende Seiten im Netz, auf denen ihr gesagt bekommt, wie es wirklich geht. Leider ist es aber so, dass man vor lauter Tipps oft gar nicht mehr weiß, wie man eigentlich anfangen soll. Folgender Vorschlag. Sucht euch den Namen des Ansprechpartners raus und beginnt dann mit dem, was ihr wollt. Also, sehr geehrter Herr Krause, über eine Stellenanzeige in der Allgemeinen Zeitung habe ich erfahren, dass Sie momentan auf der Suche nach Auszubildenden sind. Mit diesem Schreiben möchte ich mich bei Ihnen für eine Ihrer Ausbildungsstellen als Bankkaufmann bewerben. Danach macht ihr ordentlich Werbung für euch. Für die ausgeschriebene Stelle interessiere ich mich vor allem deshalb, weil sie meinen persönlichen Interessen entspricht. Ich arbeite einerseits gerne mit anderen Menschen zusammen im Team und entwickle Lösungen für Problemfelder. Andererseits kann ich auch eigenverantwortlich bla bla bla. Derjenige, der sich das durchliest, soll jetzt denken, nicht schlecht, da hat jemand Ahnung. Aber Achtung, schreibt nur das, was auch stimmt. Wenn ihr behauptet, ihr werdet sicher im Umgang mit Zahlen, habt in Mathe aber eine 5, dann kommt das früher oder später wahrscheinlich raus. Nach der Eigenwerbung kommt das Honig ums Maul schmieren. Sagt dem Chef, warum sein Unternehmen das geilste der Welt ist. In meinen Augen wäre Ihr Betrieb der ideale Arbeitsplatz für mich. Nach einigen Recherchen im Internet und Gesprächen mit Mitarbeitern weiß ich, dass Ihnen daran gelegen ist, junge Menschen zu fördern und ihnen eine umfassende Perspektive zu bieten. Aber auch hier Vorsicht, wenn ihr zu sehr schleimt, dann fällt das sofort auf. Daher nur das schreiben, was ihr auch wirklich meint. Und vermeidet Wörter wie genial, absolut oder geil. Es sei denn natürlich, ihr bewerbt euch bei der Firma, die genial und absolut geil heißt. Zum Schluss dann noch eine Floskel von wegen, über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen XYZ. Und fertig. Zumindest fast. In der Regel kommt zum Anschreiben auch noch ein Lebenslauf in Tabellenform mit Foto und eure Zeugnisse dazu.
Manche Firmen verlangen aber noch mehr, dafür am besten in die Stellenausschreibung gucken. Das Ganze kommt in eine schicke Mappe und landet dann hoffentlich direkt auf dem Schreibtisch des Personalchefs, also dort, wo ihr hoffentlich auch bald sitzen werdet. Drittens, das Bewerbungsgespräch. Macht euch klar, jetzt habt ihr schon zur Hälfte geschafft. Denn keine Firma würde euch extra einladen, wenn sie euch für komplett unqualifiziert hält. Also entspannt bleiben. Die sind schließlich auch daran interessiert, neue gute Leute zu kriegen. Die wichtigste Frage für die meisten ist, was ziehe ich an? Das lässt sich ganz einfach beantworten mit das, was die Leute anziehen, die diesen Job schon haben. Bankleute tragen zum Beispiel Anzug oder Kostüm. Kfz-Mechaniker dagegen meistens Freizeitkleidung. Das heißt, in der Bank am besten nicht im Blaumann erscheinen und wer im Dreiteiler in die Werkstatt kommt, der wird auch eher ausgelacht. Wenn ihr euch ganz unsicher seid, ruft am besten vorher im Sekretariat an und fragt nett nach. Dort bekommt ihr meistens einen Tipp. Okay, jetzt ist es also soweit. Ihr seid pünktlich im Büro angekommen, habt das Passende an und dann kommt der entscheidende Satz. Herr Merkel, bitte kommen Sie doch rein. Und jetzt sind wir wieder bei Dr. Allwissen. Der hat das Ganze nämlich mal schön nachgespielt. Es gibt ja einige typische Fragen, die bei den meisten Vorstellungsgesprächen gestellt werden, wie zum Beispiel, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Na, hoffentlich hier bei Ihnen in der Firma. Auf solche Fragen sollte man am besten vorbereitet sein, damit man weiß, was man sagen will. Auch auf diese Frage. Wo liegen Ihre Stärken und wo Ihre Schwächen? Der Trick bei den Schwächen, Dinge zu nennen, die eigentlich Stärken sind, wie meine größte Schwäche ist, dass ich so perfektionistisch bin, ist abgedroschen und unglaubwürdig. Nenne am besten eine echte Schwäche, aber natürlich nur in stark abgeschwächter Form. Ich bin ein bisschen unordentlich, aber meine Termine halte ich immer ein. Vielleicht komme ich auch mal zu spät. Was gucken Sie denn so? Okay, ich vergesse auch meinen Termin. Na gut, ich bin tollpatschig, vergesslich, stinkend faul, eine riesen Potsau. Wer Unregelmäßigkeiten im Lebenslauf hat, sollte ebenfalls damit rechnen, danach gefragt zu werden. Sie haben also 14 Semester studiert. Das ist ja ein bisschen mehr als die Regelstudienzeit, so 7-8 Semester. Wenn du einen guten Grund hast, dann kannst du ihn natürlich einfach nennen. Ich hatte Krebs. Ach so, dann ist die Frage dann wohl beantwortet. Aber wenn nicht, dann erzähle auch keine Romane. Und dann hat auch noch meine Freundin mit mir Schluss gemacht und was mit meinem Mitbewohner angefangen. Ich musste natürlich raus aus der Wohnung, aber suchen Sie mal eine neue Wohnung, wenn Sie emotional völlig am Boden sind. Da war an Uni überhaupt nicht mehr zu denken. Es gibt aber auch Fragen, die Personalchefs im Vorstellungsgespräch nicht fragen dürfen. Wie zum Beispiel, sind Sie in irgendeiner Partei? Gewerkschaft? Haben Sie vor, schwanger zu werden? Sind Sie schwanger? Sind Sie homosexuell? Glauben Sie an Gott? Sollte so eine Frage doch kommen, versuche gelassen und höflich zu bleiben. Sind Sie vielleicht irgendwie pervers? Wenn das eine Voraussetzung für den Job ist? Ein guter Personalchef sollte an dieser Stelle merken, dass er zu weit geht. Wenn er aber trotzdem weitermacht, sollte man sich überlegen, ob man überhaupt für diese Firma arbeiten will. Denn so ein Stressinterview ist meistens ein Zeichen dafür, dass in dem Unternehmen sowieso ein eher schlechtes Betriebsklima herrscht. Habt ihr alles gut überstanden, dann kann eigentlich nur noch eins passieren. Ihr bekommt eine Zusage. Die gibt's meistens per Telefon, manchmal aber auch in einer Mail und ganz selten per Post. Falls ihr 3 Tage nach dem Vorstellungsgespräch noch nichts gehört habt, bleibt entspannt, das kann manchmal ein bisschen dauern. Und dann, wenn ihr es schwarz auf weiß habt, dann darf natürlich auch gefeiert werden.